Ja, herzlich willkommen zurück bei Fischers Reisen und heute sind wir mal wieder im Wohnzimmer, aber wir reisen trotzdem in die Ferne und zwar Länderkunde heute mal Südafrika. Wenn ihr die Flagge schon seht, das ist die Flagge Südafrikas und ich sehe auch heute wieder ein bisschen anders aus als sonst. Ich habe hier mal tatsächlich mein Cappy aufgesetzt, was ich auch in Südafrika, wo ich 2 Monate mal war, getragen habe. Also ihr kennt ja auch die ganzen, also wer Fischers Reisen ein bisschen folgt, der hat diese Südafrika-Videos gesehen und heute nochmal ein bisschen Wissenswertes zum Land überhaupt. Erstmal klar, Geo, wir müssen es verorten. Und was hilft mir da wieder? Mein großartiger Leuchteglobus. Wo liegt Südafrika? Da gucken wir am ersten Mal hin, wo liegt Deutschland? Südafrika auch leider ja gerade aktuell ein bisschen in den Medien wegen dieser schrecklichen Omikron-Corona-Variante, weswegen Südafrika-Reisen jetzt nicht mehr so schön sind und möglich sind. Also wir sind in Deutschland und dann fliegen wir einfach 10 Stunden südlich, nach Süden, besser gesagt, über den gesamten Kontinent Afrika, um dann irgendwann nach 10 Stunden oder 10,5 Stunden hier in Südafrika rauszukommen. Interessant ist, dass Südafrika sogar praktisch zwei Enklaven hat, nämlich einmal Swasiland. Und einmal Lesotho, die sieht man hier sehr schön. Größere Städte in Südafrika sind natürlich ganz klassisch Port Elizabeth, kennt man. Kapstadt sowieso charakteristisch mit dem Tafelberg im Hintergrund. Und natürlich Johannesburg bzw. Durban. Die Hauptstadt ist aber relativ klein, nämlich das ist Pretoria. Und insgesamt hat Südafrika eine Fläche von 1.221.037 Quadratkilometern. Und dort leben rund 60.142.978 Menschen. Das ist der Stand vom Juni 21. Ja, wo bin ich gewesen? Ich war hier im Osten Südafrikas. Man sieht es jetzt hier nicht, aber hier praktisch im Krüger Nationalpark. Ja, was wollen wir eigentlich erstmal zu Afrika sagen? Wir machen erstmal einen Leuchteglobus aus. Wie gesagt, ich war da, mit diesem Cappy übrigens auch, zu Südafrika. Tiere, na klar, sehr artenreich. Südafrika hat die Big Five. Das sind ja im Prinzip Büffel, Elefant, Löwe, Leopard, Nashorn und Elefant. Habe ich schon gesagt, glaube ich. Wir haben auch hier mal so eine tolle Karte vom Krüger Nationalpark. Und wir können natürlich auch mal ein bisschen die ganze Sache ein bisschen afrikanischer gestalten, indem wir mal ein bisschen afrikanische Musik anmachen. Zumindest im Hintergrund. So, okay. Hier sind diverse Camps und Einrichtungen. Man sieht schon hier, wie groß der Krügerpark eigentlich ist. Und wenn man hier schon mal einen Überblick gewinnt, das sind zum Beispiel Vögel des Krügerparks. Und da findet sich eben zum Beispiel auch unser Weißstorch und unser Schwarzstorch, die ja dahin fliegen. Klassische Charaktervögel sind der Schreiseeadler. Und gucken wir mal zu den Säugetieren, die ja doch interessanter sind. Also natürlich kennt jeder einen Strauß, ne? Oder den südlichen Hornraben. Ja, Säugetiere. Ja, man kann gehen mal auf die bekanntesten ein. Klar, die Giraffen gibt es, Elefanten. Es gibt das Bordschellzebra und den Büffel. Nilkrokodile, Flusspferde, Spitz- und Breitmaulnashorn. An Raubtieren haben wir zum Beispiel Löwe, Hyänenhund, aber also auch den afrikanischen Wildhund besser gesagt. Die Hyäne an sich. Gepard und Leopard sind auch vertreten. Und die großen Huftiere wie das Streifengnu, ganz klar. Nyala, Kudu. Und natürlich auch Charaktertiere wie den Honigdachs, das wahrscheinlich angriffslustigste und mutigste Tier überhaupt, der sogar Löwen angeht. Oder das Stachelschwein. Ich habe auch mal ein paar Originale mitgebracht. Vom Stachelschwein zum Beispiel. Ganz klar. Vom Stachelschwein zum Beispiel einfach mal so eine Stachel, ne, dass man mal sieht, die auch jetzt hier nicht zu sehen, die aber auch so Widerhaken haben und dann einfach mal hier im Gegner, im Feind, Angreifer stecken bleiben. Oder wir haben das Horn von einem Springbok. Den Springbok haben wir jetzt hier leider nicht abgebildet, wie ich das so sehe. Das ist auch so ein typisches Tier für Südafrika, was dort sehr häufig vorkommt. Wie gesagt, die Währung ist der Rand. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt. Ich habe auch mal ein paar Rand hier. Und zwar gibt es da diverse Scheine, die alle die Big Five zeigen. Also wir haben jetzt hier den 100er, den 200er, den 50er zeigt einen Löwen. Dann haben wir den 20er mit dem Elefanten.
und den Zehner mit dem Breitmaulnashorn vorne drauf. Interessant zu sehen ist, der Rand ist wie gesagt die Währung Südafrikas. Was ist denn zum Rand noch zu sagen? Auf der Rückseite ist immer dieser Mann abgebildet. Wer kennt ihn nicht? Es ist Nelson Mandela. Nelson Mandela ist sehr alt geworden, lebte von 1918 bis 2013 und war von 94 bis 99 der Präsident Südafrikas. Große Bekanntheit hatte er auch, weil er Widerstandskämpfer gegen die Apartheid war. Apartheid, klar, Rassentrennung, also in Südafrika herrscht ja noch bis jetzt eigentlich auch noch die Trennung von Weißen und Schwarzen. Und dagegen hat Nelson Mandela eben gekämpft. War in dem Zuge auch politischer Gefangener. Von 1963 bis 1990 saß der im Gefängnis. Ja, was gibt es noch zu sagen? Gucken wir einfach mal auf die Vegetation. Vegetation typisch, Hartlaubgewächse in Südafrika. Aber auch, ne, Affenbrotbäume, Akazien, Sukkulenten typisch, ne? Also zum Beispiel das Wolfsmilchgewächse. Und wir haben eine große Differenzierung an Vegetationszonen. Wenn wir uns mal hier den Norden angucken, den Nordosten, dann sehen wir, dass Südafrika hier die Kalahari hat. Das ist eine Wüste, bis Halbwüste teilweise. Und im Südosten gibt es aber schon zum Beispiel subtropische Wälder. Oh, nee, hier ist der Südosten. Es gibt aber in Südafrika sogar Pinguine aufgrund des kühlen Agulhas-Stroms und Benguela-Stroms, besser gesagt. Der Agulhas-Strom ist sehr kalt, also, und deswegen gibt es da sogar Brillenpinguine. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier diese typische Holzkunst, die auf diesen sämtlichen Märkten dort vertrieben wird. Ich habe da auch mal zwei mir gegönnt, so einen Elefanten und so einen, naja, Zebra eben. Oder hier mal als Figur zu sehen, ist der African Hoopoe oder auch der afrikanische Wiedehopf. Ganz klassischer Vogel, der auch ein ganz klassisches Geräusch macht. Und ups, übrigens in den meisten Lodges dort zu trinken, gibt es auch Savanna, Südafrikas Premium Cider Dry. Sehr lecker. Wird auch hier unter Lizenz von Belgien produziert und ist auch hier erhältlich. 75% Apfelwein sind das und hat so einen Alkoholgehalt von 5 Promille. Promille. 5% Promille. Natürlich Prozent. So. Typisch, dort wird immer aus solchen Blechbechern getrunken, die sind ganz einfach leicht sauber zu halten und schnell zu reinigen. Und naja, dort wird halt überall daraus getrunken. Akazien, ne? Akazien habe ich auch mal ein Stück dabei, die haben solche Dornen, also Hakendornakazien oder auch speziell Schirmakazien, ganz klar. Aber selbst Giraffen oder Tiere wie zum Beispiel größere Antilopen fressen die. Die werden mit solchen Dornen fertig. Ja, die kriegen das trotzdem mit ihrer Zunge hin, das zu fressen. Auch zum Beispiel Springböcke, aber die fressen eher Gras. Das ist das Horn vom Springbock. Übrigens sieht man hier genauso wie beim europäischen Reh hier die Jahres, man sagt jetzt Jahresringe, aber je älter ein Tier wird, desto mehr hat das diese Ringe. Ne? So, klar, habe ich was vergessen? Ach ja, ich wollte noch was zur südafrikanischen Flagge sagen. So, meine Karteikarte liegt überall. Ich will das natürlich nicht alles aus dem Kopf. Warum habe ich eigentlich nicht die Mütze auf? Natürlich, weil es stylisch aussieht. Nee. Haare nicht gewaschen. Witz, macht natürlich ein bisschen Atmosphäre. So, was kann man also erstmal zur südafrikanischen Flagge noch sagen? Die Farben haben jetzt tatsächlich nicht so die Symbolik, wie man vielleicht annimmt. Das Rot erstmal, Rot, Weiß und Blau sieht man ja hier. Rot, Weiß und Blau. Das sind einfach die Flaggen der beiden Burenrepubliken. Und Schwarz, Grün, Gold. Schwarz, Grün, Gold. Das ist klar die Farbe der ANC-Flagge. Die ANC ist die wichtigste Partei wahrscheinlich, die als Widerstandspartei gegen die Apartheid eben galt. Ganz klar. Ne? Okay. Also ich finde auch, wie gesagt, diese Scheine hier nochmal sehr interessant. Und habe die auch so gesammelt zu der Zeit, als ich dort war. Und zeigt halt wirklich alle Big Five. Und eben auf jedem Schein Nelson Mandela. Gut. So viel erstmal zu Südafrika. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich konnte ein kleines bisschen Wärme ins winterliche Wohnzimmer zaubern. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt
fasziniert. Bleibt gesund und munter. Ach so, ja, hier, das ist was anderes von Afrika. Passendes Shirt. Das ist der Kilimanjaro. Der liegt aber nicht in Südafrika. Das ist der höchste Berg Afrikas mit 5895 Metern. Und der liegt in Tansania. Und das ist tatsächlich der Berg, den ich unbedingt nochmal besteigen will. Und ich hoffe, dass ich für euch dann auch dort filmen kann. Ja, weiß, wann es wieder möglich ist, wenn ich genug Geld habe, wenn, wie auch immer, egal. Bleibt gesund, bleibt fasziniert und immer schön neugierig bleiben.